Das hier ist der Saucony Tempus, ein brandneues Modell von Saucony, das Leichtigkeit mit einem stabilen Laufabrollverhalten verbindet, so verspricht es Saucony. Der Schuh kostet 190 Euro, wiegt lediglich 252 Gramm in der Männerversion, 224 Gramm in der Frauenversion und hat eine Sprengung von 8 mm. Ja, Tempus, so heißt dieses Modell von Saucony und man sieht es auf den ersten Blick. Die Mittelsohle baut relativ hoch, relativ voluminös, bietet eine relativ breite Aufsatzfläche über die gesamte Länge des Fußes und ist über die gesamte Breite des Fußes expandiert. Also es bietet einen sehr breiten Aufsatz des Fußes. Das deutet schon darauf hin, dass der Schuh sehr stabil konstruiert ist und wenn man in die Hand nimmt und so ein bisschen verwringt und tordiert und flext, dann merkt man auch schon, das ist tatsächlich ein Schuh mit Stabilitätsschuhmerkmalen. Das ist etwas Positives und unsere Testläuferinnen und Testläufer haben das sehr wohl bemerkt, zumal ich habe mal hier mitgebracht den letzten Guide, den wir getestet haben, Saucony Guide, wo wir wirklich beeindruckt waren von den Laufeigenschaften und zwar von der Kombination von Stabilität und Dynamik, den der Guide mitgebracht hat. Und der Tempus, so viel kann ich jetzt schon verraten, der setzt diese Tradition fort und setzt dem sogar noch eins drauf. Denn was wir hier vorfinden, ist diese, Saucony nennt das so die Power Run Dämpfungsmittelsohle. Also das ist ein Material, ein leichtes EVA-Material, was Saucony hier einsetzt, was sehr, sehr gute Dämpfungswerte bietet. Es ist einer dieser, wie man heute so sagt, Superfoams, also ein sehr leichter, voluminöser Schaum, der aber gleichzeitig sehr leicht ist, sehr wenig Gewicht mitbringt und deswegen so voluminös aufgebracht werden kann. Und er bietet eine sehr hohe Reaktivität. Und dazu ist das hier verbunden mit einem sogenannten Power Run Rahmen. Das ist diese Konstruktion, die man hier hinten um die Ferse herum sieht, man sieht hier, wie das nach vorne gezogen ist um den gesamten Mittelfuß und der Fuß sitzt in dem Schuh so ein bisschen in dieser Schale drin und das bietet eine unglaubliche Stabilität, ein stabiles Aufsatzverhalten, gepaart eben mit diesem sehr komfortablen Dämpfungsverhalten. Das ist also ein Schuh, der eignet sich für Läuferinnen und Läufer, die diesen sehr geschmeidigen, weichen Abrollvorgang suchen, gleichzeitig aber auch lateral so ein bisschen Stabilität haben wollen, die also den Fuß etwas geführt haben wollen, sobald er etwas weiter nach außen oder nach innen kippt. Und das bietet der Tempus sehr, sehr gut, auf sehr, sehr gute Art und Weise. Dazu, und das ist ein weiterer Vorzug von diesem Saucony Tempus, übrigens wie bei vielen anderen Saucony-Modellen auch, dieses famose Obermaterial, was Saucony bei vielen seiner derzeitigen Modelle zeigt, hier gepaart mit einem Sattel und einer Konstruktion, wo der gesamte Mittelfuß hier im Mittelfußbereich von oben von der Lasche bis unter den Mittelfuß herum wie in einer Zange ist. Also es ist ein Verbund dieses Obermaterials, was den Fuß sehr gut in dem Schuh drin hält und für zusätzliche Stabilität sorgt. Dazu sieht man hier eine wirklich sehr sauberes Finish, sehr saubere Verarbeitung und eine sehr gute Belüftung auch des Obermaterials. Übrigens, wer Saucony kennt von anderen Modellen, ich habe hier mal den Saucony Kinvara mitgebracht, den aktuellen. Man sieht schon an der optischen Ähnlichkeit der beiden Schuhe, die sind aus einem Hause, sieht aber gleichwohl, wie unterschiedlich die gebaut sind. Also hier der sehr voluminös gebaute Tempus, hier der Kinvara. Aber man sieht, dass die Veranlagung der beiden Schuhe sehr ähnlich ist. Während wir hier also einen sehr leichten Schuh haben, in der US-Größe 11, wie ich sie hier habe, wiegt der Kinvara lediglich 228 Gramm. Der Tempus dagegen wiegt 280 Gramm und bietet dazu eben dieses mehr an Stabilität, mehr noch an Dämpfung. Das heißt, der Tempo eignet sich so wirklich für die Daily Runs, für die Daily Routine, also für die täglichen Trainingseinsätze, bei denen man ein etwas lockeres, langsameres Lauftempo, gemütlicheres Lauftempo läuft und eben da diese zusätzliche Stabilität dieses Schuhs genießen kann. Wir waren voll des Lobes für diesen Schuh. Es gibt kaum etwas, was man wirklich kritisieren kann. Einige Testerinnen bemängelten, dass durch diese fein ziselierte Schnürung hier man erst ein bisschen fummeln muss, ehe die Schnürung dann richtig sitzt. Andererseits ist es aber eben ein Garant dafür, dass der Fuß einen sehr guten Lockdown im Schuh hat. Und es ist natürlich so, das ist ein Stabilschuh. Das heißt, er ist nicht so geeignet für die agileren Läufer, die Läufer, die mehr Tempo laufen. Da gibt es auch im Saucony-Regal natürlich dann geeignetere Modelle. Aber wie gesagt, wir haben den
Schuh wirklich sehr gut getestet. Er wurde gelobt für die perfekte Passform, für das tolle Abrollverhalten und dann eben für dieses Plus an Stabilität. Insofern ist der Tempus eine wirkliche Bereicherung in diesem Stabilitätselement. Was ergänzt wird durch Modelle, tja, was kann man vergleichen? Essex Gil Kayano zum Beispiel ist ein vergleichbares Modell oder auch der Nike Infinity, der Nike Invincible oder auch ein Joe Nimble Ultrea. Das sind so Modelle, mit denen man den Saucony Tempus vergleichen könnte. Aber ansonsten wirklich ein Spitzenprodukt und wir sind sehr stolz darauf und haben uns gefreut, diesen Schuh so zu testen.